Nee, aber es spielen da einige bekannte deutsche Gesichter mit. Und ich, jetzt habe ich die Kamera eigentlich runtergesetzt und könnte sie eigentlich direkt wieder hochsetzen. Nee, aber es geht sich in, er ist wieder da, um darum, dass Adolf Hitler wieder da ist. Ne? Und ja, alle finden das, alle denken, das ist nicht der echte und das ist ein Witz und alles. Ja, was, und dann macht er eben halt in diesem Film genau dasselbe, was er damals schon getan hat. Jetzt aber mal mit dem Starterdeck hier rein. Das ist mir zu unsicher mit dem Dings. Mit meinem Deck, weil ich das noch nicht ausgereift getestet habe. So, gehen wir rechts, wie immer. Schlüssel habe ich dabei. Also hier, Dings, ich bin hier, Dings, geht's in Mitte? Der rote Buff ist. Ja. Du siehst in der Mitte vielleicht, dort wo der Boss ist, auch das Schlüsselsymbol. Dort ist das blaue, dort ist der blaue. Ja, und Und du willst. rechts und auf der anderen Seite ist der rote Buff. Ja, und du willst den roten blauen oder den roten? Rot für ihn, für den Jungler. Jetzt wird er sich aber erstmal die normalen. Der rote Buff ist nämlich oben hinter uns. Nein, der ist nochmal in der Mitte siehst du auch ein Schlüsselsymbol, ne, im Dschungel drinnen. Und dort ist der blaue Buff. Ich habe mir die Karte kopiert, mal dann. Kannst du auch so im Internet auf Google Bilder kannst du so. Ah, ich habe mir diese Minimap herausgeschnitten. Aber wir stehen alle hier. Dachte ich doch, der ist hinter uns. Rote Buff. Der ist hinter uns. So hast du gemeint hinter uns, ja. Egal, wer den nicht. Ja, der Jungler soll den haben. Der braucht den. So, ich, dann lass. Machst du mal den Fremdenführer, sag ich mal. Nicht so wirklich, ehrlich gesagt, Ach weil, doch. Und so jetzt kenne gleich ich mich wieder auch leider auch weg. wieder nicht aus. Gleich den anderen roten Buff weg hier. Die packen wir nicht. Lass mal lieber. Was ist mit mir? Momentan desorientiert. Oder gehst Jetzt in alle den in der Topf? Mitte. Dann gehe ich auch in den Topf. Ich kann dort nicht hin. Ah. Mist. Ja, das ist das. Wie gesagt, so gut bin ich da nicht. Ich will jetzt den Mitteldauer mal holen von uns. Den roten Buff, ne? Die Alte will mir an den Kragen. Ich hasse die Alte. Mit dem kämpfen wir schon um eine Schlüsselposition. So. Ich habe mal die zwei geholt hier, das macht das sonst keiner. Also wieder mit einem Mann. Sie mir an den Kragen. Links verteidigen oder ihn abgreifen, mal sehen, wie es läuft. Ich bleib Mitte, weil sonst ist hier keiner.
Ach, da kommt schon wieder. Fuck. Was will denn der Kerl noch vor? Ich sitze schon bei denen am Tower. Mit denen am Tower? Ja, aber geh nicht so weit. Nee, nicht ich, sondern hier unser Herr Kamerad. Der Freund meinte Hitler-Tag, weißt du? Ja, Idiot. Oh, ich hab den Waffen. Wenn wir unsere Dings da kommen, wird's besser. Das war nicht ich. Das ist auch ein Gideon. Also ich hab kaum noch Mana. Ja, ja, jetzt aber mal. Der verpisst sich jetzt, weißt du? Der hat jetzt all sein Pulver verschossen. Na klar, und haut ab. Und haut ab. Kriegst du. Drei Möglichkeiten, entweder wir pushen in der Mitte. Ne, der ist noch da. Turm haben sie. Der zweite wird nicht lange auf sie warten lassen. Ach, du gehst zurück, ne? Nee. Ich guck hier ein bisschen zu schützen. Was zu schützen ist. Ah, kein Wunder, dass sie den Tower da platt gekriegt haben. Bitte? Nee, nicht. Der Herr Kamerad hier ist der Tollkühn. Lief gerade an mir vorbei und hupst mich da fast runter. Sieh geil, der Kollege hier. Guck mal, ich mal lieber da, um das Ding weiter vordringen. So, und jetzt verpiss ich. Der nämlich warten. So. Wow. Das Slotten? Sollte ich noch das? Ah, na, nee, Schlüssel des Magiers. Hat mich erwischt. Ist dich erwischt? Ja, das war, weil ich den Turm allein angegriffen habe. Ja, das selber ist schuld. Dumm. Weil so schnell wie die da sind, kann man gar nicht schauen. Mitte. Mitte gut derzeit. Die Mitte gut derzeit. Es ist gut derzeit in der Mitte zu hinkommen. Ach. Ja, die sind zu dritt auf jeden Fall in der Mitte. Ja, dann sind wir jetzt zu viert. Das sollte es ja hinhauen. Die machen genau das, was sich. Warum geht da keiner vor? Das kann ja nicht gehen. Ganz einfach. Weil ich renn garantiert, wenn da drei Gegner vor mir stehen, ich da alleine rein. Ja, eh nicht. Alleine eh nicht. Dann bin ich auch zurückgekommen jetzt. Ja?
bin kurz vor, da sind sie zurückgegangen. Aber es kam keiner mit. Warte, ich stunts und dann machst du die Dings. Kriegen wir. Zu früh. Das ist schon zu weit weg. Da kannst du zurückkommen und die in uns abgreifen. Da bist du allein gegen zwei davon. Das ist blöd natürlich jetzt. Warum kriegt er so wenig Schaden? Verstehe ich nicht. Das war ja jetzt gar nichts an Schaden, was die beiden da kassiert haben. Ja, das Und da ja, ist wie Problem, oft kann mich der noch treffen? Ja, keine Ahnung. Aber da ist dann halt das Problem, was ich meine wegen fehlenden Teamplay. Ja, das geht nicht. Du warst allein praktisch vorne. Bei den zwei. Ne? Ich meine, ich war schon in der Nähe hinten, ja, nein, aber das meine ich nicht. Hat nicht gereicht. Die haben sogar mich noch bekommen. Ich meine generell, was macht der Rest des Teams? Schwer zu sagen, ich glaube. Sie sagen auch nichts mehr. Sie sehen es an der Statistik, dass wir verlieren werden. Nächster Tower ist gefallen. Jetzt gehen die zurück, haben ihre Punkte gemacht. Ja, freilich. Und holen sich Karten, sind noch stärker. Ja. Damit war es das. Ist nur weil der eine da abgehauen ist, als wir zwei gekommen sind. Ja. Ach, die andere Minion-Lane noch mit dabei. Da muss ich aber nicht aufregen, ne? Weil entweder hat man halt ein Team, ne? Oder man hat's nicht. Und wegen solchen Leuten ähnlich. Aber weißt du, da muss ich halt immer, weil ich komme dabei immer ein bisschen kritisch, oder? Ja, wir könnten es jetzt versuchen, zu zweit. Ja. Mal schauen. Wenn wir die Minions zumindest kaputt machen, machen wir Erfahrungspunkte zumindest. Ich helfe hier unseren Minions. Bitte mal wieder. Der ist auch down. Die haben schon den dritten Tower von uns platt gemacht. Ja. Ah, das war's schon langsam. Mit der Dauer bringt ja auch so viele Punkte wie ein Player-Kill, ne? Achtung, da ist einer. Da können wir zurück. Wir kommen da nicht hin. Das kennen wir sogar von der KI. Ja, das. Ich biege halt mal ab. Da. Da drüben noch machen kann. Wie unfähig sind die? Geht mal. Ich verteidige hier die Middle Lane. Okay. Weil wenn jetzt alle auf die eine Lane verschwinden. Das ist zu auffällig. Die riechen das. Ja, bitte, die haben bald einen Inhibitor von uns rechts. Die haben mich. Ja. Nicht normal. Weißt du, da ist aber das Problem, da fehlt jetzt die Erfahrung, die wir haben. Ne? Wie reagieren echte Spieler? Ja, in Wirklichkeit, man kann sich jedes Dota-Spiel fast anschauen. Im Großen und Ganzen gehen die Leute meistens zu fünft. Alle. In den ersten Minuten auf jeden Fall. Ja, später auch. Und nur fallweise teilt man sich auf. Speziellen Fällen. Bei dem Magieschaden hochgesetzt. Ich gehe jetzt Mitte, weil ist keiner. Und ja. Achtung, da kommt einer zu dir rüber. Okay. Hinter dir. Hinter mir sogar, ja. Naja, das war zu spät. Da bin ich eingekreist. Versuch. Nee, ich krieg dich nicht. Zu spät, viel zu spät für mich, ja. Da wäre ich gar nicht mehr weggekommen. Ja, die spielen normal eigentlich, ne? Dann ist mich zum Beispiel abgegriffen. Zum dritten Mal sogar schon. Ne? Ja, aber du merkst, dass diese Spieler öfters schon Public gespielt haben. Dass die sich einfühlen können, weißt du?
Das merkst du. Die haben die Erfahrung. Mag sein, ja. Die fehlt uns beiden. Auf jeden Fall. Ja, jetzt ist der nächste Turm schon kaputt. Wir kriegen nämlich gar nichts verteidigt. So. Wir wissen ganz genau, hier, ich bin als Einzelner nicht stark genug, um jetzt an den Tower auf die Schnelle ranzukommen. Ich werde zu lange brauchen. Ich bin jetzt schon fast One-Hit, also wir haben schon viel zu gute Karten. Ja, sieht man unten, wenn man auf T drückt. Doch an den Punkten. 24 Punkte und alles. Sind wir weit. Die haben schon eine ganze neue Karte und fast ausgerüstet mehr als wir. Also, da ist nichts mehr zu machen. Ah, brav. Bin gerade bei dir auf der Kamera. Sicht. Das Punkte abgegriffen für uns. Beim Sammler. Aber wir müssen das Match zu Ende spielen. Ja, aber ich bin ja nur neugierig, wie viele Punkte es sind und damit ist es wert. Und zum Ausprobieren, die Builds, was man sich einfallen lässt, da reicht natürlich schon das BVE. Scheiße, der Typ ist eine Ablenkung. Ist das hier von? Ich will aufgeben, aber das sind weniger Punkte wahrscheinlich. Kriegst eine Menge weniger Punkte. Du kriegst für jedes abgeschossene Spiel fast 700 Punkte. Wie viel? 400? Ja, etwa je nachdem, wie weit das Spiel gelaufen ist, wie viele Mhm. Punkte ihr abgegriffen habt, aber es gibt bis zu 400, zwischen 400 und 700 Punkte. Wir sollen mal nicht so misstrauisch sein. Ich habe ein Spiel public gemacht mit kompletten random Gegnern und was war am Ende? Am Ende haben wir das ganze Spiel noch gedreht. Ja. Man kann ja auch Glück haben, wären wir auf der anderen Seite, würden wir halt gewinnen, ne? Ja. Weil wenn wir jetzt gut genug spielen, sind wir nämlich ruckzuck genauso weit oben wie die, bevor die da checken, und dann setzen wir zum Konter an. Und dann ist vorbei. Und damit rechnen die nicht. Hat Ja, eh beim nicht. letzten Mal schon funktioniert. Vielleicht kann ja sein, dass wir hier jetzt keine Profis sind. Aber ja, und die haben mich, weißt du, zu dritt haben sie mich abgefangen. Komm Ja, mit deinem. genau. Und so ist es auch richtig, ne? Ja. Weil Sobald es ein geht ja nicht Tower darum, sich zu abgefangen. beweisen, dass man ein Duell gewinnt, sondern man will ja das Spiel gewinnen. Und das geht, indem man eben Leute überwältigt, ne? Ganz einfach. Bei 3 zu 1, da hat niemand eine Chance. Ja, wir waren jetzt zu zweit, aber ich stand in der Ulti und um den. Weil ich gemerkt habe, rumdrehen bringt nichts. Ne? Warum gehst denn du da jetzt zurück, Ja, ich Kollege? hole den Sammler wenigstens. Die Ja. anderen haben das auch nicht gemacht. Brauche ich nicht mal kaputt machen. Ja, die brauchen es auch nicht. Um ehrlich zu Nein, sein. brauche ich nicht. Die denken sich auch, das wird jetzt ein Spiel wie gegen Bots. Ja, wir werden jetzt nur noch abgefahren. Das ist alles. Achtung. Scheiße, mit seiner blöden Ulti, ey. Und da ist der zweite, keine Chance, weißt du? Nee, ich sehe es gerade da vorne, wenn ich jetzt dazu komme. Ich meine, ich mache es trotzdem. War auch tot, aber es ist jetzt schon egal.
Ah, und jetzt bin ich alleine gegen zwei. Kommt dann natürlich. Ah. Hey, das Problem ist wirklich, du bin sofort gegen tot. Jede Scheiße ständig alleine. Ja. Das ist das. Die anderen gehen aber nicht alleine, ne? Ja, keine Ahnung, was mit den anderen ist, aber. Gewinnen die auch. Ich stehe ständig alleine. Ich gehe mit jemandem rein, aber wenn es darauf ankommt, stehe ich alleine. Ach so, ist der weg, ja. Na, das ist Unfug, sowas von anderen. Nur, leider ist es so. Wir müssen jetzt schon doppelt so viel wie die anderen sein. Irgendwas zu gewinnen. Wir sind einfach zu stark jetzt schon. Ich geb die auch nicht auf, aber wir müssen halt jetzt uns einfinden. Und boah, der schießt mich ab wie nichts. Keine Chance mehr. Geringste Chance. Ja, weil ich bin Level 8 und der ist Level 12. Keine Chance. Das. Und vom Level her ist der. Ich habe dem gerade 25% Leben abgezogen und er mich komplett getötet. Ne? Ja, ich bin Level 9, er Level 12. Ja, wenigstens geholt. Schön. Aber trotzdem, wenn du da standest, Kollege, warum hast du so lange gewartet? Na komm, gehen wir. Ja, und jetzt haben sie die Superwürfel. Was willst du denn jetzt gegen die drei hier ausrichten, Kollege? Level 9er. Ich kann den nicht einmal erschießen normal. Geht nichts mehr. Macht denen auch keinen Schaden. Notwendig wäre. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr vor. Also dann sind wir schon wieder zu zweit. Oder? Dritt. Wo war der eigentlich? Keine Ahnung. Ja genau, der ist nach links abgebogen. Er hat geflüchtet, ist er. Darum bin ich auch gar nicht mehr weiter vorgegangen. Weil er einfach nicht da war. Einer muss links gehen, da den Tower verteidigen. Jetzt wäre der Sensenmann wieder nice, weißt du, weil der könnte die alle stanzen und dann hätten wir genug Zeit, um sie zu killen. Weil die sind empfindlich gegen diese und damit ist es überstimmt, wir voll geben jetzt auf. Wir sind überstimmt. Die werfen gerade wertvolle Punkte weg. Ja, einer enthält sich, dann ist es eigentlich nur, ist eh abgewählt. Aber ich weiß gar nicht, ob das für uns gilt, wenn wir Nein sagen. Ja, wenn wir nicht kapitulieren wollen. Ja, die haben jetzt den Orb auch abgewählt. Ja, dann sind sie bald da. Ja, ich halte die Superversalen echt so gut wie möglich zurück, damit wir für den Tower da Time bekommen, dass er sich regenerieren kann, weißt du? Es ist tatsächlich schon zu spät. Sind gleich beim... Vielleicht machen die noch einen Inhibitor kaputt oder gehen sofort gleich her. Dass ich keine Ulti erledigt mehr auf jeden Fall. Nach dem Spiel muss ich dann mal kurz aufs Klo. Das Game ist down. Du kannst erzählen, was du willst, aber das ist vorbei. Also,
Der schießt mich mit zwei Schüssen. Guck mal, wie schnell sie... Das waren jetzt keine 10 Sekunden, wo sie... Oder 5 Sekunden, wo sie es niedergeschossen haben. Ah, viel zu stark. Du siehst es jetzt eh bei der Punkteübersicht. Die Level-Differenz links, ganz links. Ja, ne? Aber die Jungs... Es ist viel zu hoch schon. Allein wenn es 2 Level drüber ist, ist es schon unbesiegbar fast. Bei 4 Level ist unmöglich. Dem kann man nichts mehr machen. Ja. Interessiert mich nur noch, wie viele Punkte wir dafür bekommen haben. Tja. Aber ich habe jetzt... Ja, 479. Dafür lege ich lieber hier, statt dass ich ein PvE gewinne, muss ich schon sagen. Ja. Ne? Oder? Wir sollten das auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß nicht, weil Übung macht den Meister und dann irgendwann packen wir das auch. Ja,